So. Vorhin zu sagen, dass der Meister das war, der da mit der Glatze war, das können wir auch nicht einfach wissen. Woher sollen wir das denn wissen? Das stand da. Das stand da, ja. Ja, aber ich war das. Ich war das. Also stand es nirgendwo. Rumlügen hier ist auch nicht gut. Auch alles auf einer Aufnahme. Überweisen Sie uns jetzt 500k oder wir gehen zu Ihrem Fortgesetzten. Wir wollen 5,3 Millionen oder wir werden es verpetzen. Nee, nee, eine halbe Million würde reichen. Das können Sie ruhig machen, wenn ich bin Auszubildender und da brauche ich mir nichts sagen zu lassen. Ja, oder Sie geben mir zwei Tactical Bacon. Damit bin ich auch zufrieden. Und mir eine Wasserflasche. Wissen Sie, Wasser ist viel wertvoller. Geld gibt's unendlich, Wasser nicht. Ja, das ist richtig. Oh, wunderbar, wunderbar, Meister. Ah, aber ich hab Wasser gefragt, kein Kaffee. Komm, Manni, hol nicht rum jetzt. Ja, ja. Wasser besitzen die nicht. Wir dürfen nur Kaffee trinken. Okay, ja, damit sie wach bleiben. Kann ich verstehen. Wieso bleiben Sie hier mit so einem Quad? Wieso fahren Sie mit einem Quad rum? Melvin, eine Frage. Melvin, eine Frage. Was halten Sie denn davon, wenn Sie mir ab und zu mal das ein oder andere Absperrband zukommen lassen? Gegen natürlich einen Gegenwert, gegen Geld. Sie müssen gar nicht Ihren Kollegen nachfragen, Sie dürfen das. Ja, ruhig, das ist ja auch rein. Melvin. Geld denn? Absperrband oder Schranke? Ja, das tut mir leid. Nee. Das war nur ein Spaß. Okay. Das mach ich hier nicht. Kein. Nee. Ja, das kann ich nicht mal leisten, so viel wie das kostet. Ich weiß nicht, wie das kostet. Das hat mir schon ein anderer mir das mal gegeben. Das kostet 4000. Eine Schranke kostet 4000. Doch, ach. Das verkaufen kostet 500.000. Das ist doch ein leckerer Preis, da schlage ich doch glatt zu. Für so eine Schranke, 500.000. So viel Geld haben sie nicht. Nee. Was denken sie? Ja, dann klaue ich hier Quad, du. Schauen sie mich an. Ich kapp die Bremsleistung. Schauen sie mich an, Mann. Sehen sie meinen Helm? Der ist aus Gold. 7 Millionen habe ich für das gute Stück bezahlt. Und dann denken sie, ich habe keine 500.000 für einen. Oh, fahren Sie weg, Kollege. Ich will fahren auch nicht weiter. Warte, wir fahren mal das Auto. Wenn Sie das machen, dann werde ich okay. Einen Moment, warten Sie ab. Gehen Sie sofort runter. Wir fahren das Auto weg von der Straße. Sie haben 10 Sekunden Zeit. Und was wäre denn dann? Wir haben das Auto nur von der Straße weggefahren, wie sie unseres. Nur Sie waren nicht so freundlich. Hey, warten Sie! Steig auf, wenn du kannst. Warten Sie! Lol, wir uns einfach über. Als ob wir dich jetzt gerade überfahren haben. Ist doch geil. Ey, wir fahren mit. Lol. So ein Lappen, Alter.